Hallo und herzlich willkommen zu unserer vorerst letzten Sendung in diesem Semester. Es wird noch eine Sendung geben, und zwar eine Zwischensendung, die dann die Brücke zwischen dieser und dem nächsten Team dann schlagen wird. Aber erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Erstmal ein kurzer Ausblick, was euch heute in dieser Sendung erwarten wird. Wir präsentieren euch unser Resultat aus der Beitragsreihe Leadership im Sport, wo wir die letzten Wochen und Monate dran gearbeitet haben. Also da seht ihr unser letztes Resultat. Wenn ihr wissen wollt, wie es hinter den Kulissen bei uns aussieht und ob das Studienprojekt OrgaTV vielleicht auch was für euch ist, könnt ihr dann noch dranbleiben, denn wir haben euch einmal einen kleinen Einblick gegeben, wie wir hier arbeiten, wie wir die Sachen produzieren und wie das alles passiert. Abschließend möchten wir dieses Semester mit einem letzten Geheimtipp aus der Reihe Tipps und Tricks, und zwar geht es um Zeitmanagement. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, könnt ihr dies über Facebook tun. Wir haben eine Facebook-Seite, und zwar orga.tv. Wir freuen uns über jede Art von Fragen oder Anregungen. Starten möchten wir heute mit dem Thema Leadership im Sport. Wir haben dort eine Zusammenfassung gemacht. Die Reihe hat, denke ich, nicht nur uns sehr viel Spaß gemacht, sondern auch euch. Da nach dem, was uns an Feedback von euch reingekommen ist, habt ihr das auch mit sehr, sehr viel Begeisterung verfolgt. Die Reihe ermöglichte uns, euch verschiedene Sportarten näher zu bringen und euch hinter die Kulissen zu bringen und tolle Bilder einzufangen, bei denen es richtig zur Sache ging. Aber auch tolle Interviews konnten wir führen mit interessanten Menschen und konnten alles aus den Trainern und Spielern rauskitzeln. Schlussendlich haben wir den sportlichen Part mit dem von uns entwickelten Konzept zusammengepackt, wobei wir nicht nur die Trainer-Spieler-Beziehungen betrachtet haben, sondern auch eine Brücke zum Lehrstuhl Personalmanagement geschaffen haben. Was zur Krönung dazu führte, dass wir das auch noch in der Vorlesung bei Herrn Scholz vorstellen durften. Auch da nochmal vielen Dank an Herrn Scholz, dass er uns so unterstützt hat und viele Freiräume ließ, auch in diesem Projekt uns zu unterstützen, indem er auch unsere Videos in der Vorlesung zeigte. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch ein Dankeschön an Frau Becker, die unser Multimedia-Praktikum ebenfalls begleitete und immer als Ansprechpartner uns zur Verfügung stand. Auch an den Rest des Lehrstuhls und unsere Betreuerin vom ganzen Team nochmal vielen Dank, die uns auch bei jeglichen Fragen oder Ähnliches immer zur Hilfe standen. Und zu guter Letzt, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, dann vielen Dank an die Vereine, die auch immer uns geholfen haben und sich Zeit für uns genommen haben für dieses Projekt. Also hier nochmal eine Zusammenfassung über die Beitragsreihe Leadership im Sport und die uns das ganze Semester begleitet und begeistert haben. Mit der letzten Sendung endet auch unsere Reihe Leadership im Sport. Hier haben wir in Anlehnung an das Modell von Plake und Mouton eine Analyse von Führungsstilen bei verschiedenen Sportarten durchgeführt. Wichtig dabei sind die beiden Dimensionen Aufgabenorientierung und Beziehungsorientierung. Aufgabenorientierung heißt hierbei, der Trainer konzentriert sich nur auf das Erreichen von Gewinnen und Erfolgen und nicht auf das Zwischenmenschliche. Spricht man von Beziehungsorientierung, so ist gemeint, dass die Ausrichtung auf Verständnis und Unterstützung sowie das Bemühen des Trainers um die Zuneigung seiner Spieler im Vordergrund steht. Diese beiden Dimensionen bilden also dann die Achsen der Matrix. Dabei entstehen folgende fünf Trainerführungsstile. Der Minimalist unternimmt nur minimale Anstrengungen zur Erledigung der geforderten Aufgaben. Weder Aufgaben noch Beziehungsorientierung sind hier hoch ausgeprägt. Der Drillmeister beschränkt den Einfluss persönlicher Faktoren auf ein Minimum und praktiziert ein hohes Ausmaß an Aufgabenorientierung. Der Förderer zeichnet sich durch hohe Beziehungsorientierung und geringe Aufgabenorientierung aus. Der Teammanager hat eine hohe Leistungserwartung an die engagierte Mannschaft und erwartet gemeinschaftlichen Einsatz für das Mannschaftsziel, verbunden mit Vertrauen und gegenseitiger Achtung. Sowohl Beziehungsorientierung als auch Aufgabenorientierung sind hier sehr hoch ausgeprägt. Führt ein Trainer im Führungsstil der Waage, so wird ein Gleichgewicht hergestellt zwischen der Notwendigkeit, die Leistung zu erbringen und der Aufrechterhaltung einer zufriedenstellenden Moral in der Mannschaft. Anhand dieser Theorie haben wir Fragebögen für Mannschaft, Trainer und Kapitän entwickelt und mit diesen Fragebögen im Gepäck verschiedene Sportvereine besucht. Wir waren bei der Herrenfußballmannschaft des SV Waltershofen,
der Damenfußballmannschaft des 1. FC Saarbrücken, bei den Judoka des ATV in Duttweiler, haben die Handballer des VTZ in Zweibrücken und die Saarland Hurricanes besucht, sowie dem Team von Rallyefahrer Dennis Urgatz über die Schulter geschaut. Trainer und Mannschaftskapitäne haben für uns verschiedene Erfolgsfaktoren im Hinblick auf deren Wichtigkeit für den Mannschaftserfolg geordnet. Das Pampern einzelner Spieler liegt dabei bei weitem auf dem letzten Platz. Es folgen mit zunehmender Wichtigkeit die Autorität des Trainers, Taktik, das Vertrauen der Spieler in den Trainer und die individuelle Leistungsfähigkeit der Sportler. Der drittwichtigste Erfolgsfaktor ist die Motivation. Auf dem zweiten Platz steht die körperliche Fitness der Sportler. Die wichtigsten Faktoren für den sportlichen Erfolg sind die Disziplin und der Teamgeist. Unsere Analyse des Führungsverhaltens hat gezeigt, dass in der Regel in allen Sportarten der Führungsstil des Teammanagers dominiert. Dabei zeigt sich in der Vor- und Nachbereitungsphase im Durchschnitt eine leichte Tendenz zum Drillmeister. Wir haben viele Gespräche mit den verschiedenen Führungspersonen geführt und sind dabei auf interessante und unterschiedliche Persönlichkeiten gestoßen. Eine Message wurde dabei ganz deutlich: Führung ist immer situativ. Ja, das hat unser Projekt, auf das wir sehr, sehr stolz sind, sehr gut zusammengefasst, wie ich finde. Auf eine Anfrage, wie es bei uns eigentlich hinter den Kulissen aussieht, haben wir uns gedacht, nehmen wir einmal Backstage einen ganzen Tag lang unsere Kamera mit und zeigen euch, wie das eigentlich hier so abläuft und was wir eigentlich so machen, um diese Sendung hier zu produzieren. Gleichzeitig wollen wir euch davon überzeugen, dass dieses Studienprojekt sich lohnt für euch und ihr euch spätestens nach dem Video für dieses Studienprojekt bewerbt. Was unsere Aufgaben waren und was uns so begeistert hat an diesem Studienprojekt, seht ihr jetzt in unserem nächsten Beitrag. Euch interessiert, wie es hinter den Kulissen von OrgaTV aussieht und hegt vielleicht sogar heimlich den Wunsch, selbst Teil des Projekts zu werden? Wir zeigen euch, auf was ihr euch alles freuen könnt. Was ist eigentlich OrgaTV? Wöchentlich mittwochs um 18.18 Uhr, Spannung, Nervenkitzel und Spaß garantiert, startet die Live-Sendung von Studenten für Studenten. Bei OrgaTV wird kreativen Köpfen die Möglichkeit geboten, eine eigene Internet-TV-Produktion auf die Beine zu stellen und eine erfrischende Abwechslung zum, naja, doch manchmal etwas trockenen BWL-Alltag zu finden. Videos schneiden Beiträge, mischen Sounds, senden live, moderieren und vieles mehr. Hier ist Teamwork gefragt, denn um neue Herausforderungen zu meistern, braucht es eigenverantwortliches und eigenständiges Arbeiten. Mit Medien kommunizieren statt über Medien kommunizieren lautet das Motto. Ihr erlangt Einblicke in Programme wie Photoshop und Premiere Pro, sammelt Erfahrungen im Bereich Social Media und Homepage-Pflege, lernt Kamera- und Studiotechnik kennen. Auch Organisationstalent ist gefragt, denn um die wöchentliche Sendung termingerecht auf die Beine zu stellen, müssen Beiträge geplant, gedreht und geschnitten werden. Das sind aber nicht die einzigen Aufgaben. Für eine gute Sendung müssen Moderation, Studiogäste und Promotion stimmen. Das klingt nach viel Arbeit, ist auch so. Diese Arbeit wird aber auch belohnt, denn neben dem Spaßfaktor kommt ihr mit vielen interessanten Menschen und ihren Geschichten in Kontakt.
Obendrein gibt es für dieses Studienprojekt 15 Credit Points für euer Masterstudium. Wir sind begeistert. Seid ihr es auch? Dann bewerbt euch für das kommende Semester am Lehrstuhl von Professor Scholz. Ich hoffe, wir konnten euch für das Projekt überzeugen. Die Anmeldephase startet in den nächsten Wochen. Genaue Informationen findet ihr dann unter www.orga.uni-sb.de unter den Lehren Sommersemester 2016. Für alle Studenten jetzt nochmal besonders aufgepasst. Wir haben euch ja schon die letzten Wochen auf die Klausuren vorbereitet, indem wir euch Tipps zur Ernährung und zur Konzentration gegeben haben. Und jetzt ist die Klausurenphase ja schon fast zu Ende, also neigt sich dem Ende zu. Aber wer jetzt noch im Zeitstress ist und wer vielleicht ein bisschen zu spät angefangen hat und vielleicht noch ein paar Tipps fürs nächste Semester braucht, um seine Zeit wirklich richtig planen zu können, haben wir jetzt das Thema Zeitmanagement. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, um im Studium erfolgreich zu sein. Wie ihr richtig mit eurer Zeit umgeht, seht ihr jetzt in unserem letzten Tipps und Tricks Beitrag Zeitmanagement. Hey Leute, heute werden wir euch 3 Tipps zum Zeitmanagement vorstellen. Vor den Klausuren stellen sich die meisten Studenten die Frage, wie man die Vorbereitungszeit bis zu dem Klausurenzeitpunkt am besten gestaltet. Denn eins ist klar, zu viele Dinge, die in zu kurzer Zeit gelernt und erledigt werden müssen. Manche Studenten schreiben sich einen kompletten Lernplan, andere lernen einfach drauf los. Aber welche Strategie ist am effektivsten? Es gibt einige Tipps und Tricks darüber, wie sich die Ressource Zeit managen lässt. Wir stellen euch hier eine Strategie vor, die Zeitspanne bis zur Klausur effektiv zu gestalten. So ist zum Zeitpunkt der Klausur sichergestellt, dass man nicht außer Puste, sondern gelassen und ungestresst ist. Diese Zeitspanne lässt sich im Grunde genommen in 3 Zeitpunkte unterteilen. Erstens die Planung, zweitens die Lernphase und drittens der Klausurenzeitpunkt. Ganz zu Beginn, also bevor ihr euch mit den Themen für die Klausur auseinandersetzt, ist es wichtig, dass ihr euch anschaut, wie viele Wochen bis zur Klausur bzw. den Klausuren verbleiben und was bis dahin zu tun ist. Für ein effektives, geplantes Zeitmanagement ist es wichtig, dass ihr auch die Termine außerhalb der Uni im Kopf habt, Pausenzeiten einplant und Pufferzeiten kalkuliert. Erfasst alle Aufgaben und Termine in einer Matrix, die nach wichtig, unwichtig und dringend, nicht dringend aufgeschlüsselt wird und rankt sie nach A, B, C und D Aufgaben. So habt ihr einen Überblick über alle Dinge, die zu tun sind. Jetzt solltet ihr eure To-Do-Liste bearbeiten, indem ihr die Zeiten zur Erledigung jeder Aufgabe ungefähr schätzt und notiert. Denkt auf alle Fälle daran, Zeit für Wiederholungen einzuplanen. In der Lernphase müsst ihr nur noch euren Plan befolgen. Wahrscheinlich werden die Schätzungen nicht genau passen. Allerdings ist es in den meisten Fällen so, dass sich die Zeiten gegeneinander aufheben, da Themenbereiche länger und kürzer geschätzt wurden, sodass ihr gut im Zeitplan liegen solltet. So seid ihr dann am Klausurentag bestens gelaunt und bereit, die Klausur zu schreiben. So, das war unsere letzte Sendung. Ich hoffe, ich sei nicht so traurig wie wir. Aber wenn ihr uns schon vermisst, könnt ihr noch die Zwischensendung sehen, die als erstes ein Beitrag gezeigt wird im nächsten Semester. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und bei dem Lehrstuhl Personalmanagement, Herr Scholz, für die tolle Zusammenarbeit. Also auch im ganzen Namen von unserem Team, vielen Dank. Jetzt sind wir am Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat euch dieses Semester so viel Spaß gemacht wie uns. Und ich hoffe, ihr schaltet nächstes Semester wieder um 18.18 Uhr auf orga.tv ein.